Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Inside. So. Das hier funktioniert einfach überhaupt nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Wir können die Tür nicht blockieren. Das funktioniert nicht. Oder ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich kann die Kiste da nicht hinschieben. Also habe ich noch eine letzte Idee, die eigentlich ein bisschen crazy ist, weil man ja davon ausgeht, dass man, wie bei den ganzen anderen Szenarien, die Tür blockieren muss. Habe ich mir einfach jetzt mal überlegt, dass wir die jetzt mal nicht blockieren. Sondern die Kiste runterplumpsen lassen. Dann. Ah. So. Und dann gucken wir mal, ob wir jetzt auf die Kiste drauf, ob das wirklich funktioniert. Und dann hoch. Jawohl, es funktioniert. Und ich dachte erst, wir müssen die Tür blockieren. Ach, so doof kann man manchmal sein. Zack. So, ach Gott sei Dank. Oh nee, bitte, bitte nicht wieder hier unsere Prinzessin. Ich kann das jetzt einfach nicht mehr. Ich kann das nicht verkraften. Ja, natürlich. Wir müssen wieder nach unten. Ganz toll. Ich liebe es. Was zum. Dann war ich nah genug. Am Boden. Ich habe den Knopf nämlich nicht gedrückt. Wo sind wir hier? In so einer Art Labor oder was? Was die Experimente durchführen an den Leuten und ja. Jetzt haben wir ein Problem. Okay, da muss ich dran. Oh, lass mich mal einmal. Oh, sorry, Leute, das ist ein bisschen laut. Mal ein bisschen besser hinsetzen. Ich sitze hier wie so eine. Wie mit so einem Katzenbuckel. Da kriege ich nicht hin. So. Ah. Oh, das ist scheiße eklig. Oh mein Gott, die Leute. Nein, 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 warum laufen die mir hinterher? Ich will nicht, dass die mir hinterherlaufen. Oh mein Gott, wollen die mir was tun? Ich weiß nicht. Fuck. Okay, nein, sie mögen uns. Oh. Leute, das geht so nicht. Nö. Das geht so definitiv nicht. Wir müssen ein bisschen Wasser einlassen, oder? Ach mein Gott, das ist so strange. Ach mein Gott, der eine hat überhaupt keinen. Ach, Kopf. Warum? Oh, Mama. Ich weiß nicht, was ich jetzt.
Okay. Bah. Ja gut, ich könnte da jetzt hochgeschossen werden. Ist simpel. Aber ich denke, ich muss das sogar. Oh mein Gott, die machen so komische Geräusche. Geräusche. Aloho. Ich wollte nicht stören. So, fangt mich ja auf, ihr Säcke. Fangt mich ja auf, ihr Säcke. Ach, schönen guten Tag. Und ja, schließt euch alle an. Kommt, los. Wir marschieren gegen die Unterdrückung. Gegen die Experimente. Naja. Okay, das war's. Wir marschieren jetzt nicht mehr weiter. Och, die springen auch noch alle hinterher. So, ihr sollt mich jetzt hier rüberbringen. Genau. Und selber alle runterfallen, genau. So war das geplant. Aha. Nein, das war so nicht geplant. Ich muss auch nach unten. Aber die müssen mich, glaube ich, auffangen. Da, bitte! Da, nee. Oder? Ich mach einfach mal. Ach, Gott sei Dank. Ihr habt mich aufgefangen. Ach, ihr seid ja richtige Freunde. Wie ihr jetzt hier reinkommt, weiß ich nicht. Lasst euch was einfallen. Irgendwas passiert. Was zum... Oh. Nein, 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 gehen wir wieder nach oben hier. Nein, nein, nein! Oh, diese Geräusche, ey, das ist so quälend. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir müssen jetzt nach unten. Ich muss euch mitnehmen. Ach, guck mal, da liegt sogar einer zerstückelt und ach, mein Gott. Los, alle mithelfen. Schnell, Leute, schnell, Leute, schnell, Leute. Ich weiß nicht, wie schnell, aber schnell. Das sieht aus, wie ich hier mit meiner kleinen Armee da langlaufe. Sie kommen nicht mit. Oh. Ich hätte gern jemanden dabei gehabt. Okay. Hier war gerade noch jemand. Die Zigarette qualmt noch. Und sie ist noch nicht. Ja. Hier war gerade definitiv jemand. Hier laufen auch überall Leute uns, also so hinterher, sag ich mal. Oh, das ist abartig. Das ist definitiv einfach nur abartig.
weiß nicht, was die sich da angucken. Ich habe auch ehrlich gesagt zu tun. Jawohl, was war das denn jetzt für eine Scheiße? Wieso muss ich denn da hoch? Da gibt es einen Grund für. Ah, okay. Seht ihr, ich habe doch gesagt, da gibt es einen Grund für. Durch diese scheiß Surren die ganze Zeit habe ich immer das Gefühl, dass ich laut schreien muss. Oder ich habe das Gefühl, ich schreie laut allgemein. Okay, die gucken von den Seiten rein, von unten, von oben. Alles klar. Warum? Wieso? Weshalb? Ernsthaft. Ich weiß nicht, wo ich hin muss mit dem Ding. Okay. Ah, okay. Och, mein Nacken tut so weh. Ja. Sah sinnig aus. Ich denke mal, jetzt kann ich nach da unten gehen und das aufziehen. Hey. Ah, los, 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 los. Und Checkpoint. Ich habe meine Klamotten verloren. Hallo Leute. Was zum Fuck ist das denn? Oh, das müssen wir abmachen. Ich weiß nicht, was das ist. Oh, mach den Club morgen. Club Menschen. Igitt, igitt, igitt. Oh mein Gott, die packen mich an. Oh, oh Gott. Mach das weg hier. Na, lass mich los.
Nicht anfassen, nur gucken. Was? Was zum... Ich bin jetzt der Klumpen. Ich bin jetzt im Klumpen. Oh, das ist widerlich. Oh. Das ist echt nicht schön. Kann mir mal jemand sagen, wo ich hin soll? Ich weiß nicht, was ich machen soll. Was soll ich tun? Oh. Was zum Teufel machen wir da? Wir zerstören alles. Ach, dir hätte ich gerne geholfen. Ach Leute, habt ihr das nicht... Habt ihr das nicht bei Jurassic Park gelernt? Schöpfung ruiniert immer den Schöpfer. Jurassic Park. Bei Jurassic Park hätte man es von vornherein lernen können. So ist es schon immer gewesen. Wir machen diese Armee hier kaputt. Los, Leute. Ernsthaft? Wie geil. Los. Hebt den dicken Fleischklumpen nach oben. Ja, das... Wuhu! Na? Da komme ich nie hoch. Wir brauchen die Kiste. Das ist irgendwie total geil, ey. Sorry, Leute. Hund musste gerade meinen, irgendwie so ein Drehkonzert zu machen. Oh, ist das Big Boss? Wir haben blutige Beine. Okay, wir müssen irgendwie da oben an... Ach mein Gott, wir haben Arm verloren. Na, guck mal, da liegt er auf dem Boden. Nee, 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 nee.
Ich weiß doch nicht, wie ich das... Ah! Ah, nee, okay, okay. Nein, nein, nein! Scheiße! Ach mein Gott. Das funktioniert schon, Leute. Keine Sorge. Nein! Ach Mann. Jetzt aber. Ach Mann, ich verfehl den immer. Ach Hunde. So vielleicht und dann da schnell rauf. Nee, so klappt das nicht. Ich glaube, ich brauche das Teil nochmal hier. Oh, fuck. Ja. Los, drück deinen scheiß Schalter da. Ich warte. Drück. Ja, ich war zu schnell schon wieder. Drück zu Ende. Danke. Ja, das hat ja nicht funktioniert, wa? Ach so, doch, ja. Okay. Ah, okay, okay, warte, da oben den Knopf drücken. Ich dachte, man müsste das da oben irgendwie reinwerfen. Und sah so simpel aus, ne? Als wenn man das müsste. Ich weiß nicht warum, aber ich nehme sie einfach mal mit. Kleine süße Kiste, vielleicht brauchen wir sie ja noch.
weiß nicht, ob wir sie da reinwerfen müssen. Ah ja, jetzt brennt. Ah. Sie brennt jetzt, versteht ihr? Ah, ich muss die da rüber und dann auffangen? Das ist nicht deren Ernst, oder? Oh. Shit. So, jetzt müsste das funktionieren. Weil jetzt, ne? Mhm. Ich gehe aber mal lieber weg. Alle gucken einfach nur zu. Geil. Ich denke mal, diesen Gemüsewagen hier brauchen wir. Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Und jetzt der nächste. Und jetzt. Ja, da hat jemand nicht nachgedacht. Okay. Ziehen wieder. Nein, 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 los, kommt, 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 kommt. Oh, jetzt macht doch, ey. Okay, ne, ich muss definitiv auf der anderen Seite. Sehr schön. Ich muss die hier aktivieren. Aber ich kann ihn nicht mehr aktivieren. Ah, warte mal. Will er die auffangen? Glaube ich nicht. Helfen die mir? Nein!
Geh mir da, ich will da rein, ey. Helfen die mir? Was ist denn los? Ich glaube, ich bin tot. Oder die denken zumindest, ich bin tot. Aha. Denken ist nicht wissen, Leute. Denken ist nicht wissen. Ich muss doch noch mal einmal rein. Ich muss auf der anderen Seite aussteigen. Als wenn ich es geahnt hätte. Ich glaube, das ist das Ende. Ich kann nichts drücken. Gar nichts. Nee. Ich kann nichts drücken. Scrollen, gehen wir zurück hier gerade? Ja. Ich glaube, wir haben das Ende erreicht. Von einer Story, die ich glaube ich nicht richtig verstehe. Ja, das war's. Das war Inside. Da steckt mit Sicherheit eine Metapher dahinter. Ja, ich weiß, worum es ging. Also, so gesehen, es geht um Menschen, selbstsüchtig, die Experimente machen mit anderen Menschen, die irgendwie mit Wasser Monster aus denen erschaffen und die diese Wasserviecher da oder denen einfach irgendwelche, die wie Sklaven behandeln, keinen eigenen Willen mehr haben, wie die Motten das Licht vom Licht angezogen werden. Und die waren auch, die sind halt hinter jedem her und auch unter uns. Und wir haben uns wahrscheinlich zur Aufgabe gemacht, das alles zu beenden. Und dieses große Ding, was da war, das war wohl diese Maschine, die dafür wohl, die das wohl alles verursacht hat, die dafür wohl richtig wichtig war. Die hat uns ja dann zu fassen gekriegt und wir haben dann gedacht, ja komm, dann zerstören wir das halt alles mit dem Ding und sind dann am Ende einfach frei. Ja, irgendwie ergreifend, was da alles war. Das Spiel hat mir sehr gut gefallen, wirklich sehr, sehr gut gefallen. Also mit den ganzen Rätseln und sowas, alles war sehr schön. Die ganze Grafik hat mir auch sehr gut gefallen. Ich finde es ein bisschen ein trauriges Ende. Ja, die Metapher dahinter... Ich weiß nicht. Menschen sind selbstsüchtig, gierig,
und eigentlich das Problem der Erde. Und so würde ich das jetzt sehen. So würde ich das jetzt definitiv sehen. Ich, guck mal, nee, wir können wirklich gar nichts. Ich habe jetzt nur noch auf den Knopf gedrückt. Das war's. Jetzt kommen wir nämlich wieder wahrscheinlich zum Startbildschirm zurück. Genau. Ja. Ja. Eigentlich genauso inspirierend wie der Film Mother. Den müsstet ihr euch auch mal angucken. Soll jetzt keine Schleichwerbung sein, aber der ist wirklich gut. Hat auch eine innere Metapher. Und man kommt eigentlich gar nicht erst drauf. Erst denkt man wahrscheinlich, der Film, oh Gott, der ist scheiße, aber der hat eine richtig gute Hintergrundstory. Wenn man da mal ein bisschen drüber nachdenkt, also ja, hat mir auf jeden Fall gefallen. Ich fand's gut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. We're not at the range, oh no.